Du kennst es bestimmt. Du setzt dich hin zum Meditieren und nach einigen Minuten, ja, kriegst du eigentlich nicht mehr viel von deiner Meditation mit, weil du nämlich eingeschlafen bist. Und jetzt fragen sich manche, ist es schlimm, wenn ich bei der Meditation einschlafe? Ich sag mal so, das kommt alles ein bisschen auf die Betrachtungsweise an, aber im Generellen ist es erstmal nicht so schlimm. Es kann halt höchstens dazu führen, wenn du jetzt sehr häufig einschläfst, dass deine Meditationspraxis davon nicht so gut beeinflusst wird. Ja, warum ist das so? Du möchtest wahrscheinlich meditieren, weil du mehr Achtsamkeit entwickeln möchtest, weil du dich persönlich weiterentwickeln willst, weil du dich entspannen möchtest im Alltag. Und für diese Dinge ist es natürlich gut, wenn du auch wirklich bei der Meditation zur Ruhe kommst. Wenn du jetzt vor Entspannung einschläfst, dann hast du dich sicher sehr gut entspannt. Aber natürlich kannst du dann deine Achtsamkeitsschulung nicht weiter betreiben, weil du dann ja nicht in der Lage bist, deinen Atem, deine Gedanken, Gefühle, Körper und so weiter zu beobachten, weil du dann nicht mehr deinen Atem weiter zählen kannst oder auch nicht dein Meditationsobjekt, wenn du dir einen Gegenstand ausgesucht hast, den nicht weiter betrachten kannst. Und gut ist es natürlich für deine Meditationspraxis und deine Entwicklung in der Meditation, wenn du wach bleibst und dich einfach gut entspannst, aber eben nicht dabei einschläfst. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, das mit Achtsamkeit und so, das ist mir eigentlich egal. Ich will mich entspannen, damit ich dann Hauptsache abends gut einschlafen kann und ich meditiere zum Einschlafen. Das kann man natürlich auch machen. Das ist ja nicht verboten, dass man einfach zur Entspannung meditiert. Wobei ich persönlich halt finde, man hat da eigentlich viel Potenzial verschenkt, weil man aus einer Meditationspraxis so viel mehr rausholen kann für die eigene Entwicklung, wenn man es nicht als eine bloße Entspannungsübung betrachtet. Man kann jetzt Vorkehrungen treffen, dass man bei der Meditation nicht einschläft. Manche Leute meditieren zum Beispiel prinzipiell nicht im Liegen, weil sie dort viel zu schnell einschlafen und das irgendwann auch herausgefunden haben, sondern sie im Sitzen, Stehen oder Gehen beim Meditieren. Das kannst du natürlich machen. Du kannst auch die Füße hochlegen, wenn du doch im Liegen meditierst, oder die Füße aufstellen mit den Knien nach oben, dann schläft man häufig nicht so schnell ein. Also all diese Möglichkeiten gibt es. Aber weißt du, mach dich einfach nicht verrückt, wenn du ab und an beim Meditieren einschläfst, weil ganz ehrlich, das passiert den Profis auch. Und es ist ganz normal, dass man mal einen Tag hat, wo man müde ist oder irgendwie geschafft ist oder wetterfühlig ist. Keine Ahnung. Und dann meditiert man und dann wird man müde und man schläft ein. Und ich denke, das Beste, was man dann machen kann, ist, dass man darüber ein bisschen lächelt und sich amüsiert und sagt, oh ja, heute bin ich eingeschlafen, muss ich mal ein bisschen beobachten, vielleicht die Position wechseln, falls mir das öfter passiert. Und ansonsten das einfach, ja, abhaken kann. Also, was nicht gut ist, ist, wenn du dann anfängst, dich irgendwie fertig zu machen, weil du meinst, ja, jetzt war ich ja heute erfolglos beim Meditieren, weil ich eingeschlafen bin und ich muss mich jetzt verrückt machen, weil ich jetzt nicht gescheit meditiert habe und so. Ja, das ist alles sehr kontraproduktiv und das bringt nichts, weil du dich dann einfach nicht gut fühlst mit deiner Praxis und dich schlecht fühlst und weil du Erfolgsdruck und ja, Stress, was du ja in anderen Lebensbereichen vielleicht schon genug hast, dann auf deine Meditationspraxis überträgst, so nach dem Motto, du musst dort etwas leisten, damit du gescheit praktizierst. Und da ist es einfach gut, wenn du anfängst, loszulassen und locker zu lassen und einfach, wenn du wirklich nicht nur zur Entspannung, sondern wirklich zur Kultivierung von Achtsamkeit für Persönlichkeitsentwicklung meditieren möchtest, guckst, wie kann ich das machen, dass ich möglichst nicht einschlafe, und dann triffst du Vorkehrungen. Und wenn es halt mal passiert,
dann ist es halt mal passiert. Denn das ist einfach alles ganz menschlich und da musst du dir keine Sorgen machen.